Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Spazier nur auf der Sonnenseite, dann wird alles gut. Das hat ein junger Schauspieler vor langer Zeit gedichtet und gesungen. Für Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern wurde er selbst eine Art Sonnenschein. Mit unernstem Tiefsinn und inhaltsschwerer Leichtigkeit hat er sich ein mündiges Publikum herangezogen. Er hat die Menschen nie gedrängt, ihn gern zu haben. Sie liebten ihn von ganz alleine. In seinem letzten Zeitungsinterview sagte er in Bezug auf mögliche Sünden: Wer nicht glaubt, kann nicht in die Hölle. Und ich bin evangelisch und komme auch nicht in die Hölle. Luther war schlau genug, sie abzuschaffen. Früh, wenn der Tag erwacht, wenn alle Vöglein singen. Gestern war der Ball, da sah ich das erste Mal dich und deinen Gang. Wir versäumen unsere Zeit zum Träumen. Er war für mich der einzigste Sänger, den ich ernst nehmen konnte. Er war der einzigste Sänger, der richtig toll singen konnte, mit Stimme und mit Sentiment und mit Sentimentalität, mit Melancholie in der Stimme. Und er hat einfach toll geklungen und war eine Persönlichkeit. Sonntag, es fällt nie wieder Schnee. Blüten fallen ins Dekolleté. Das Publikum war besonders. Es sog nahezu die Musik auf, weil sie natürlich den Duft der großen Welt hatte und weil es natürlich auch eine ganz tolle, intelligente Musik war. Also, und die Leute kamen in Strömen. Es war wirklich, das war eine Botschaft, die sie empfangen haben. Ich habe ihn geliebt. Ich war richtig verliebt, sage ich mal. Er hatte so eine sinnliche Stimme. Also ich habe keinen Schauspieler oder Sänger, kenne ich, der so eine sinnliche, schöne Stimme hatte wie er. Wenn du schläfst, mein Kind, schau ich dir in die Träume. Und ich sehe, du träumst davon, wie schön wir sind. Und ich hüt mich, dass ich keinen Deut versäume. Manne Krug war für mich ein höchst lebendiger, fantasiereicher und, ich muss sagen, auch humorvoller Mensch. Ja. Mein erster großer Filmwege übers Land war ja mit ihm. Und da habe ich viel gelernt von ihm. Sehen Sie mal, ich bin der Bürgermeister von Rakoven und es geht mich was an, warum Sie aus dem Dorf weggehen wollen. Ich habe ihn viel beobachtet. Diese sichere Art, die er hatte, die hatte ich noch nicht. Ich musste das auch erst lernen. Liebst du mich noch? Willi, wer könnte dich vergessen? Das glaube ich. Wir werden älter. Sieh mal, Falten. Manfred hatte immer Zettel. Ne? Der war immer irgendwo gespickt, das weiß ich noch wie heute, dass wir in einer Küche gedreht haben und überall waren die Zettel. Ob es am Telefon war, ob es am Küchenschrank war. Und der hat sich ganz praktisch auch gedreht. Die Kamera musste so sich drehen, wie er sich drehte. Und dann ging das. Und das funktionierte blendend, weil es hat keiner gemerkt. Und er war, das ist auch eine Art Begabung, die muss man auch erstmal haben. Dass man redet mit jemandem, hat aber schon den Text hier irgendwo, ja, und konnte das wirklich so geschickt machen, dass man es gar nicht gespürt hat. Ich bin der neue Parteisekretär. Und ich bin Pittiplatsch, der Liebe. Er war eben Manne Krug. Und ich behaupte auch nicht, dass er ein großartiger Schauspieler war. Ein Schauspieler muss sich auch verstellen können. Der konnte sich nicht verstellen in dem Sinne. Er hat sich gespielt, aber immer großartig. Schon mal gelesen? Wie lange noch auf Kosten anderer leben? Spekulantentum? Drei Fragen an den Genossen Stefan? Die Stefans regieren noch in vielen Dörfern und so weiter und so weiter. Mein guter Name. Ist zum Begriff für alle Fortschrittsbremser geworden. Oh. Wenn ich einen von diesen Zeitungsschmierern in die Pfoten kriege, du.
Er hat sich nicht gescheut, auch mal was Kritisches als Schauspieler zu wagen. Und das sind dann die Filme, die letztlich hängen bleiben auch. Ne? Deshalb habe ich mich ein bisschen sehr geärgert, als nach seinem Tod die Nachrufe kamen. Da wurde lediglich erinnert an die Spur der Steine und den Fernfahrer und Liebling Kreuzberg. Der hat viel andere wichtige Sachen hier gedreht, die gar nicht zum Gespräch gekommen sind, die überhaupt gar nicht erwähnt wurden. Und er hat auch so auch diese Mantel- und Degenstücke, die er früher gemacht hat. Ich behaupte ja nicht, dass das alles tolle Sachen waren, aber er war immer gut. Wir wollten ja auch was Besonderes schaffen. Und dieser besondere Anspruch, den hat Manfred natürlich mit rübergenommen. In einem Fernsehinterview, als er drüben angekommen war, hat er ja auch, da hat er schon geweint, da hat er sich weggedreht. Werden Sie Sehnsucht haben? Okay. Ja. Und natürlich hat er sein Publikum vermisst, weil er hat es nicht mehr in dieser Form wieder gekriegt drüben. Weil das war zwar, er wurde dort drüben dann auch bekannt und alles, aber man kannte viele Sachen nicht, die er hier gemacht hat. Ich fand, dass eine innere Sehnsucht ihn geplagt hat, dass er von der Welt was sehen wollte. Das hat er dann bekommen, als er den Fernfahrer spielte. Mr. Stevens, wir haben das Ding genau da geholt, wo Sie gesagt haben. Einschließlich Zündschlüssel, Papiere und der kaputten Bremsleiter. Somewhere over the rainbow, way up high. Manfred war wieder da, das war natürlich was. Die Leute haben es gar nicht fassen können. Es war sehr problematisch, weil er wollte nämlich nicht singen. Er wollte eigentlich nur lesen. Und beim ersten Auftritt kam dann auch schon des Volkes Stimme: Du musst singen, hör auf zu quatschen und so. Und das war er natürlich erstmal sehr sauer. Aber es hat ihn gereizt, es hat geholfen. Und er ist dann nach und nach zum Singen übergegangen. Und das war natürlich dann die Sensation, lesen und singen. Wobei die Leute eigentlich noch schärfer waren auf sein Singen. All of me, why not take all of me? Can't you see, I'm no good without you? Wir sind immer homogener geworden. Das ist die Mühe, die es gebraucht hat, damit wir beide aber gleichberechtigt Spaß hatten und Erfolg. Er wird sich viele Gedanken gemacht haben. Das ist ja das Beste an Manfred. Er hat sehr viel gedacht, sehr viel gespürt, er spürt, sehr viel gefühlt. Und das ist eigentlich das Geheimnis, was uns beide so miteinander agieren ließ. Immer besser und immer mit größerer Freude. Alle Himmel öffnen sich, mein Herz ist dein, ich liebe dich. Seine Art, sein Witz, seine Ironie, das geht ein, das bleibt. Man versucht schon selbst manchmal so zu denken wie er und so. Also das bleibt er ist unvergleichlich. All mein Leben, nimm es hin, in Sklave dir.